Guten Abend. Schön, dass wir da sein können. Ein kleiner Überrest, aber Gott macht es immer mit dem kleinen Überrest. Er hat eine so große Hoffnung für uns ausgesprochen in seinem Wort, indem er gesagt hat, fürchte dich nicht, du kleine Herde. Es ist mein Vorrecht, euch das Reich Gottes zu geben. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen zweiten Teil haben kann zu dem, was so angefallen ist an prophetischen Worten in der letzten Zeit für das, was kommen wird. Und es ist mir sehr wichtig, dass ich gleich sage, es spielt so eine Rolle, was für ein Blickwinkel wir haben. Mit was für einem Blickwinkel wir Dinge ansehen und mit was für einem Blickwinkel wir in unserem Herzen haben. Und ich möchte heute betonen, dass Jesus immer diesen Blickwinkel der Hoffnung hat. Immer. Bei Jesus ist es immer so, dass er ein Ziel hat, nämlich dass seine Liebe und sein Geist ausgegossen werden über die ganze Erde und dass alle Menschen ihn erkennen, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, sagt die Bibel. Und unter diesem Aspekt hätte ich gerne, dass wir auch diese Worte hören, die uns vielleicht so vorkommen, als wären sie hart oder wären sie etwas, was uns runterdrücken will. Aber Gott will uns nicht runterdrücken, sondern wir haben jetzt in letzter Zeit so viel davon gesprochen, dass wir Söhne und Töchter der Herrlichkeit sind, die Zugang haben zum Thron Gottes und die mit Jesus an himmlischen Örtern sitzen. Aber das erspart uns nicht, dass wir als Söhne und Töchter von Jesus erzogen werden. Der Vater im Himmel erzieht uns. Er zieht uns, kann man auch sagen, in seine Nähe. Das ist immer sein Ziel. Und manchmal, in manchen Übersetzungen steht, er züchtigt. Mit dem meine ich jetzt nicht, dass der Coronavirus eine Züchtigung ist, damit wir uns richtig verstehen. Das ist vom Teufel. Aber ich meine, dass der Vater Umstände braucht in unserem Leben, um uns herauszufordern, um uns eine Gelegenheit zu geben, uns zu bewähren. Und ich möchte noch einmal ganz sehr kurz zusammenfassen vom ersten Teil, weil ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir diese Vorgabe haben und einige Punkte herausnehmen. Und da ging es beim ersten Teil darum, dass wir festgestellt haben, und ich möchte das prophezeien, wir gehen auf eine Zeit zu, wo wir gefühlsmäßig den Eindruck haben, die Zeit rennt uns davon. In eine Zeit, wo alles wie beschleunigt wird. Eine Zeit, wo wir den Eindruck haben, wenn wir das im Natürlichen betrachten, wir rennen ständig den Dingen hinten nach. Aber im Geist wird Gott den Geist des Issachars ausgießen, diese Gabe, die Zeichen der Zeit zu erkennen und auch Lösungen zu finden. Und das ist kein Hintenherrennen, sondern Gott spricht zu seinem Volk. Wir alle haben Ohren, die hören können. Und wir alle haben Zugang zum Vaterherzen und können hören.
Es ist also nicht so, dass wir irgendwo hinten nachhinken, sondern eigentlich sind wir immer schon voraus. Weil Jesus voraus ist. Weil Jesus weiß und wir zu ihm gehören. Dann ist es ein Jahr und eine Zeit, die vor uns liegt, von großen geistlichen Aufbrüchen, von großer Freude. Wir werden sehen, wie lang ersehnte Dinge in unserem Herzen sich entfalten und in die Gegenwart kommen. Wünsche, die wir lang gehabt haben, die bekommen jetzt eine Existenz. Auch Verheißungen werden erfüllt vor unseren Augen. Biblische Verheißungen. Wir werden zum Beispiel sehen, wie es nochmal eine Welle von Alia gibt, von jüdischen Geschwistern, die zurückkehren nach Israel. Wir werden das vor unseren Augen sehen. Wir werden Gottes Gegenwart noch in ganz anderen Dimensionen erleben. In Dimensionen, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Und es ist ein Jahr, wo er wirklich der Erste sein will. Im jüdischen Kalender ist es ja das Jahr 5781. Da gibt es eine 1 am Schluss. Und für mich ist diese 1 am Schluss wie ein Zeigefinger auf das, was er uns sagt und herausfordert. Darf ich der Erste sein in deinem Leben? Darf ich diesen Platz haben, dass ich der Erste bin und der Letzte und der Lebendige? Vertraust du mir? Wir haben davon gesprochen, dass Gott einen Geist ausgießt für Brückenbauer, für Menschen, die ausgestattet werden, dass sie Brücken bauen können. Die bekommen eine ganz besondere himmlische Salbung für Versöhnung. Und zwar nicht nur unter Menschen, sondern auch unter Völkern und auch unter Volksgruppen oder im Geschäft an verschiedenen Orten. Wir werden entdecken, dass Gott Menschen wirklich befähigt, in diesem Wiederherstellungswerk zu laufen. Und wenn wir merken, dass es dunkler wird, und es wird dunkler werden, werden wir merken, die Gemeinde wird heller leuchten. Die Schrift sagt, wir werden von einer Herrlichkeit zur anderen gehen und wir werden in sein Bild verwandelt. Ja, dann leuchten wir ja immer mehr, wenn wir in sein Bild verwandelt werden. Durch den Herrn, der Geist ist, oder durch den Geist, der Herr ist. Wir werden auch merken, dass wirklich Chaos zunimmt. Ich habe das gesehen, unkontrollierbare Not. Aber demgegenüber hat Gott Pläne, wunderbare Pläne. Er gibt Fähigkeiten, er formt uns in dieser Zeit richtig. Wir lernen wieder zu teilen, wir lernen wieder zu verzichten. Wir lernen wieder füreinander da zu sein, nicht nur unser kleines Leben zu leben. Wir werden entdecken, wie wieder Werte aufgebaut werden und wie diese Werte nichts zu tun haben mit dem Gesetz, sondern mit der Liebe. Die sind eingebettet in der Liebe Gottes. Eine ganz neue Qualität von Liebe, die sich hingibt. Und der Schlüssel wird sein, dass die Gegenwart Gottes in uns zunimmt und auch die Gegenwart Gottes
wenn wir gemeinsam miteinander sind, zunimmt. Selbst durch Livestream. Es wird ein ganz neues Gottesbewusstsein wachsen in der Gemeinde. Nicht ein Selbstbewusstsein, sondern ein Gottesbewusstsein. Das ist ein großer Unterschied. Ein Bewusstsein, das zu wem wir gehören. Ein Bewusstsein, was für ein Vorrecht wir haben, ihm zu dienen. Ein Bewusstsein, dass wir Zugang haben zu himmlischen Orten. Ein Bewusstsein, dass der, der in uns ist, wirklich größer ist als alles und dass die, die mit uns sind, die himmlischen Heerscharen, sind viel mehr als das, was wir an Dunkelheit und Herausforderungen sehen. Das ist die himmlische Perspektive. Vielleicht denkt der eine oder andere jetzt, ja, das habe ich schon alles gehört. Die Frage ist nicht, ob wir es hören. Die Frage ist, ob wir es verinnerlichen und ob wir unser Leben anpassen. Ob wir unser Leben wirklich so verändern, als würden wir das glauben. Ich glaube, um das geht es. Glaube ist gefragt. Tun ist gefragt, das aus Glauben kommt. Mit dieser Liebe ist es so, dass ich wirklich glaube, dass wir ein Bewusstsein entwickeln können, dass wenn wir Liebe ausüben, und damit meine ich jetzt nicht nur keep smiling, sondern dass wenn wir Taten der Liebe tun, dass wenn unser Herz verwandelt wird und wir wirklich aus Liebe Jesus gegenüber selbst unseren Feinden dienen, vergeben, loslassen. Solche Liebe, wenn wir das einüben, trainieren wir eigentlich unsere Zukunft und wir bringen den Duft des Himmels auf die Erde. Und das ist es, was dann diese Atmosphäre von Herrlichkeit hervorbringt. Die Schrift sagt in Hebräer 12, 28, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen haben, lasst uns dankbar sein und so Gott dienen mit Scheu und Furcht, wie es ihm gefällt. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Mit Scheu und Furcht. Was heißt jetzt das? Ich glaube, Scheu betrifft dieses Wissen. Ich gehöre zu Gott und er ist ein heiliger Gott. Diese Scheu ist das Gegenteil von Selbsterhebung. Wer mit Scheu Gott dient, der kommt als einer, der bedürftig ist, wie wir es heute gesungen haben. Wer mit Scheu Gott dient, hört nie auf zu bitten, hört nie auf anzuklopfen, hört nie auf zu suchen und hört aber auch nie auf zu nehmen, was uns gegeben ist. Und Furcht des Herrn, das ist ein Geist, der zu diesen sieben Fackeln zählt. Die letzte der Fackeln vor dem Thron Gottes ist die Furcht des Herrn. Und ich glaube, wir werden noch lernen, unseren heiligen Gott in einem guten Sinne zu fürchten, weil er ein verzehrendes Feuer ist und weil er ein Gott ist, der heilig ist. Gottesfurcht heißt für mich, wir lernen im Geist Jesu zu leben.
Früher hat es einmal so Bändchen gegeben und da ist drauf gestanden, was würde wohl Jesus jetzt tun? Diese Abhängigkeit, und das geht's. Und die geht tiefer, als wir es je erlebt haben. Ich habe in dieser Nacht von Yom Kippur eine Erfahrung gemacht, dass Gott in ein paar Bibelstellen mir sehr klar eine Richtung gegeben hat, in die es jetzt geht und was er will, dass wir als Leib Jesu lernen. Und ich möchte das nur kurz antönen, aber ich möchte euch hineinnehmen, wie in einen roten Faden, um was es jetzt geht. Das Erste, was ich gehört habe in dieser Nacht, ist: Geben ist seliger als Nehmen. Man könnte auch sagen, im Geben liegt ein viel größerer Segen als im Bekommen. Das ist so genau nicht überliefert, aber in diesem Wortlaut. Aber man kann nachlesen, Apostelgeschichte 20, 35. Und ich glaube, in Matthäus 10, 8 sagt Jesus: Heilt die Kranken, weckt die Toten auf, macht die Aussätzigen rein und treibt die bösen Geister aus. Umsonst habt ihr alles bekommen, umsonst sollt ihr es weitergeben. Und ich glaube, es ist die Zeit, dass wir weitergeben, was wir bekommen haben und nicht mehr warten, bis wir dann einmal fähig sind, etwas weiterzugeben. Sondern jetzt ist die Zeit, weiterzugeben. Jetzt ist die Zeit. Jeder kann mit jemandem beten, der Kopfschmerzen hat. Jeder kann mit jemandem beten, der ein zu kurzes Bein hat. Jeder kann beten, wenn jemand krank ist. Jeder, das ist unser Auftrag. Wir alle sind aufgerufen, dass wir geben, was wir selber bekommen haben. Jeder kann Zeugnis geben. Ich kenne Jesus, kennst du Jesus? Ich zeige dir meinen Jesus. Ich kann den verschenken an jemand anderen. Ich muss nicht den anderen bekehren, aber ich kann Jesus verschenken. Dieses Geben, natürlich geht es da auch um das, dass wir weggeben. Geben von dem, auch wenn es mal weh tut. Ich weiß nicht, habt ihr das noch nie erlebt, dass man zweimal leer schlucken muss, wenn der Herr einem einen Betrag sagt, was man jetzt irgendwie einzahlen soll oder verschenken soll. Manchmal kommt da nicht zuerst ein Halleluja, sondern manchmal kommt noch eine Reaktion, wo wir dann denken, oh, aber dann habe ich ja zu wenig. Aber die Erfahrung, wenn wir das ausprobieren und wirklich hören und geben aus Gehorsam, egal, Geld, Auto, was immer auch. Ich kenne Leute, die haben ganze Häuser verschenkt. Velos. Essen. Man kann zum Beispiel dem vorne an der Kasse einmal das Essen bezahlen. Es gibt so viele Möglichkeiten, frag Jesus. Aber in diesem Geben ist eben die Erfahrung, ich kann Gott nicht genug geben. Er ist immer der, der wieder eins drauf gibt. Kann man ausprobieren und kann die Seligkeit kennenlernen vom Geben. Das Zweite, was ich gehört habe, geht in die gleiche Richtung. Steht in Johannes 12, 25. Wer an seinem Leben festhält,
der wird es verlieren. Wer aber sein Leben loslässt, wird es für alle Ewigkeit gewinnen. Ihr merkt, es geht darum, dass wir in eine Zeit kommen, wo wir lernen müssen, loszulassen. Altes loslassen, alte, vielleicht Gottesdienstformen, alte Gefäße, wo wir Leben gefunden haben, alte Gewohnheiten, wo wir drin Leben gefunden haben. Und Jesus fordert uns auf und sagt, folge mir nach. Leben verlieren heißt, ihn an die erste Stelle setzen und tun, was er sagt. Das heißt Leben verlieren. Leben verlieren ist ganz einfach. Es ist nicht zuerst eine hochtheologische Sache, sondern es ist zuerst eine Sache der Liebe. Ich meine, wenn jemand verliebt ist, überlegt er sich überhaupt nicht lange, ob er jetzt die größten Strecken fahren soll. Ich erinnere mich, als ich in Genf studiert habe, da ist der Gary mit seinem Auto mich besuchen gekommen zu den unmöglichsten Zeiten. Hat sich nicht überlegt, er hat Leben verloren, oder? Weil er verliebt war. Und um das geht's, um diese Qualität. Leben verlieren um seinetwillen. Das kann heißen, dass es dich was kostet, am Morgen aufzustehen. Das ist auch Leben verlieren, oder? Einfach damit du ein bisschen Zeit mit Jesus hast. Es kann sein, dass du auf Dinge lernst zu verzichten, einfach Leben geben, schenken, damit du diese Beziehung, diese Intimität mit deinem Jesus leben kannst. Es gibt viel extremere Übersetzungen. Eine Übersetzung heißt, wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Das sagt der Luther. Ist ein krasser Begriff, Hass. Aber eigentlich ist da damit gemeint, dass wir alles nicht mehr zu uns zählen wollen, was uns bewusst ist, was einfach egoistisch nur für uns ist. Das wollen wir nicht, von dem wollen wir uns trennen und wollen Jesus an die erste Stelle setzen. Es heißt da noch in Matthäus 16 nachher, was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinne und nehme doch Schaden an seine Seele? Oder was kann der Mensch geben, womit er seine Seele auslöse? Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt, in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln, und dann wird er einem jeden vergelten nach seinem Tun. Also wir gehen etwas entgegen. Wir sind auf der einen Seite angekommen in Jesus Christus und auf der anderen Seite gehen wir seinem Kommen entgegen. Und ich glaube, viele von uns nehmen noch Schaden an unsere Seele, weil wir uns übergehen, weil wir unserer Seele nicht genug Raum geben, damit sie sich unter den Geist begeben kann. Das ist eine Arbeit. Unsere Gefühle, unsere Motive, wenn wir die beleuchten im Angesicht Jesu Christi, dann haben wir die Möglichkeit, dass unsere Gefühle heil werden und dass wir lernen, mit dem Heiligen Geist zu fliegen und zu fließen. Wir haben die Möglichkeit, dass wir lernen, zu reden mit unserer Seele, wie David, sei still, meine Seele, was bist du so unruhig? Wir haben einen großen Gott,
Und ich glaube, ich habe mich ertappt dabei, dass ich noch so viel mache, selber mache, ohne es zu merken. Und immer noch mal wieder sagt der Herr Jesus, komm ein bisschen runter, wir reden miteinander. Wir reden darüber, warum du jetzt so gehetzt bist. Oder warum du dich jetzt so sorgst. Wir reden darüber, was du denn für Vorteile haben willst. Was du in der Welt gewinnen willst. Und dann kommt dieser ganz große Trost, dass er sagt, ich bringe dir Ruhe und aus dieser Ruhe raus kannst du dann losrennen. Es geht da um Kontrolle. Wie viel haben wir unser Leben noch, wir die Kontrolle über unser Leben? Wie viel haben wir noch alles so verplant, dass wir gar nicht mehr auf Gott hören können und einschwenken können in das, was er hat. Ich glaube, er hat uns eine Lektion zugelassen. Er hat das gebraucht jetzt. Er braucht diese ganze Virusgeschichte, um mit uns zu reden. Er hat absolut die Kontrolle. Aber er zeigt uns auch, dass es nicht immer darum geht, dass wir alles nur so richtig planen. Sondern viel Planen ist uns aus der Hand genommen. Und wir müssen ganz neu fragen, Herr Jesus, was ist es denn? Und ich meine, das meint Jesus mit diesem ihm nachfolgen. Oder eine andere Variante ist, dass wir ihm nachfolgen und das Kreuz auf uns nehmen. Das heißt, mit ihm gehen, wo er hingeht. Seine Wege. Ich sage jetzt mal was. Seine Wege sind, dass wir in dieser Zeit nicht knurrend und murrend herumgehen. Nur weil wir ein bisschen so eine Maske haben müssen. Sondern seine Absicht ist, dass wir scheinen, auch unter der Maske. Und dass wir diese Zeit brauchen, um wirklich ein Segen zu sein für andere. Wir wollen so viel im Griff haben. Das hat alles zu tun mit diesem Leben festhalten wollen. Wir wollen es im Griff haben. Das ist nicht entspannend. Darum glaube ich, Gott führt uns wirklich in eine neue Abhängigkeit. In Sprüche 3, Vers 20, 21 und 23 heißt es, ich nehme das 23 vorweg, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Ich glaube, das ist die Quintessenz von dem, was es heißt, unser Leben kultivieren in Gott. Das ist die Quintessenz von dem, dass wir das Leben, unser Herz an ihn verlieren und dann unser Herz kultivieren lassen von Gott. Und er sagt auch noch, wie? Sprüche 3, Vers 20 und 21. Da heißt es, merke auf meine Rede. Also, und neige dein Ohr zu meinen Worten. Man könnte auch sagen, hör, was gepredigt wird. Hör das Wort Gottes. Lies das Wort Gottes. Iss das Wort Gottes. Und lass diese Worte, lass sie dir nicht aus den Augen kommen. Lerne sie. Lerne sie auswendig, dass vor deinem inneren Auge das Wort Gottes lebendig ist.
Behalte es in deinem Herzen. Also, memoriere es. Denn diese Worte sind das Leben denen, die sie finden, und heilsam ihrem ganzen Leib. Das ist das Rezept, wie wir unser Herz behüten können. Durch das Wort Gottes, durch den Geist Gottes. Und ich glaube, das ist es, was Gott meint. Also ein Aspekt davon, wenn er sagt, wir müssen unser Herz an ihn verlieren, unser Leben verlieren. Wir hören ja da, das Herz ist das Zentrum des Lebens. Dann habe ich ein Erlebnis gehabt, wo Jesus mir gezeigt hat, ich habe gesehen, wie in einem Raum, in einem himmlischen Raum, war ich in einem Art Kohlelager, in einem Kohlebergwerk. Und in diesem Kohlelager, da waren Engel und einen habe ich speziell gesehen. Und der hat ständig diese Kohle genommen, geschaufelt und hat es in diesen Räucheraltar hineingetan, diese Kohle. Wir wissen ja, dass zum Beispiel aus dem Ezechiel, dass da diese glühende Kohle geholt wurde und dass die Lippen gereinigt wurden des Propheten Jesaja. Wir wissen, dass da ein Feuer brennt, feurige Kohle im Himmel. Und ich habe wie dieses Gefäß gesehen und der Engel hat ständig diese Kohlen nachgeschoben. Und ich habe zuerst gar nicht gewusst, was soll denn das? Ich habe gewusst, eben von Jesaja 6,6, dass dort diese glühende Kohle geholt wird von diesem Altar. Aber ich habe mich gefragt, was macht denn diese Kohle? Die himmlische Kohle. Und Gott hat mir einfach gesagt, es gibt himmlische Kohle. Es gibt eine Aktion im Himmel, der Himmel selber lässt dieses Feuer anbrennen. Und dann glaube ich aber auch, dass wenn wir anbeten, dann sind wir auch Menschen, die Kohle sammeln und die diese Kohle liefern für dieses himmlische Feuer. Und ich habe gesehen, wie aus diesen Anbetungsströmen des Himmels und aus den Anbetungsströmen der Erde, wie das zusammenkommt und wie diese glühende Kohle in diesem Pott, der war viel größer, als ich sehen konnte, aber wie die heißer wurde und mehr wurde und wie damit dieses Gefäß vorbereitet wurde, damit diese Kohle, diese glühende Kohle auf die Erde geworfen werden kann. Und wir mit dieser Herrlichkeit des Herrn, mit diesem glühenden Feuer angetan werden. Und ich glaube, das deutet darauf hin, dass alles in Vorbereitung ist, dass Gott seinen Geist nochmal in einem ganz großen Maß ausgießen will. Die Frage ist, sind wir am Beten? Und sind wir am Anbeten? Ich habe in diesem Zusammenhang dann gehört, die Gebete meiner Heiligen wiegen schwer. Möchte ich zwei Bibelstellen geben. Offenbarung 5, 8, Apostelgeschichte 10, 4 und Daniel 10. Die Gebete meiner Heiligen wiegen schwer. Für mich heißt das, die Gebete von uns, seinen Heiligen,
füllen diesen Räucheraltar im Himmel. Und es wird die Zeit kommen, wo dieser Altar und diese glühende Kohle immer mehr ausgegossen wird. Die Frage ist das Gebet, und wir gehen nochmal in eine Zeit der Buße, glaube ich. Es kommt nochmal ein Überführtwerden des Geistes Gottes. 2. Chronik 7, 14. Wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und sich von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Da geht es jetzt ums Volk. Da geht es ums Miteinander. Da geht es um das, dass wir uns zusammentun und beginnen, Buße zu tun, wo es nötig ist, auch für unser Land Buße tun, und dass wir wirklich erwarten, dass Jesus unser Land, auch das Land, die Erde, nochmal heimsucht. Auch unsere Nation nochmal heimsucht oder unsere Nationen nochmal heimsucht. Es wird ein Geist der Buße, gleichzeitig mit der Herrlichkeit, werden wir erleben, wie ein Geist der Buße sich ausgießen wird unter uns. Vielleicht hat es bei den einen oder anderen schon begonnen. Bei mir hat es schon begonnen, dass ich immer wieder von Jesus hineingeführt werde in Buße über mein Leben, über unser Land. Ich meine, wir reden jetzt immer von Amerika, und die Amerikaner, die Freunde sagen selber, wir haben eine große Schuld mit all diesen Abtreibungen. Aber das ist nicht Amerika einfach. Wir müssen gar nicht einfach mit dem Finger zeigen. Bei uns werden genauso Babys abgetrieben. Viele, ich habe jetzt keine genauen Zahlen. Wir haben guten Grund, vor unserer eigenen Türe zu wischen. Es gibt vieles, wo wir Unrecht einfach stehen lassen und wo es gesellschaftlich okay ist. Es ist gesellschaftlich okay, wenn wir in diese ganze Rotlichtviertel aufrechterhalten. Ist erlaubt per Gesetz. Das ist aber nicht erlaubt vor Gott. Das ist nicht das, was er auf dem Herzen hat. Er hat keine Ausbeutung auf dem Herzen. Weder von Menschen noch von Kindern noch im Arbeitsbereich. Es gilt, dass wir erwarten, dass Gott seinen Geist der Buße gibt, und damit gibt er dann auch Gnade. Wenn er den Geist der Buße gibt, dann kommt, ist das ein Zeichen dafür, dass er Gnade geben will. Für dein Leben, für mein Leben. Und ich habe gesehen, wie wirklich ganze Städte, Regierungen, die Gericht verdient hätten, und wo sich Menschen in den Städten und in den Dörfern zusammengetan haben, auch Regierungen zusammengetan haben und Buße getan haben, da wurde das Gericht wurde genommen und Gnade ist widerfahren. Das Gericht ist, wenn Gott nicht da ist. Das ist das Gericht. Wenn er uns überlässt. Aber Jesus hat mir gesagt, mein Blut schreit lauter als das Blut Abels. Im Blut Abels war Verurteilung, Tod, Hass, Eifersucht. Das repräsentiert das Blut Abels. Aber das Blut Jesu repräsentiert Vergebung, Versöhnung und repräsentiert Wiederherstellung.
Dann würde ich gerne noch über etwas reden, was ich glaube, was wir ganz neu in dieser nächsten Zeit erfahren werden, wenn wir uns darauf berufen. Und das hat mit der Treue Gottes zu tun. Ich möchte euch einige Stellen lesen, von denen ich glaube, dass sie entscheidend sind, dass wir sie als Waffe brauchen können. Wir müssen uns auf die Treue Gottes berufen. Er hat gesagt, ich bin treu, auch wenn ihr untreu seid. Das ist keine Entschuldigung, aber das Wesen Gottes ist Treue. Es gehört zu seinem Wesen. Treue ist das Markenzeichen Gottes. Treue heißt eigentlich, ich lege mich fest. Und Gott hat sich festgelegt. Er hat mit uns einen Bund der Treue geschlossen. In alle Ewigkeit. In Jesus Christus. Weil der Name von Jesus ist treu und gerecht. Ist ein Name von Jesus. Und ich lese euch das, Offenbarung 19, 11 bis 13. Wir haben es mit diesem weißen Reiter zu tun, der unsere Lande durchreitet. Ich sah den Himmel aufgetan und sie ein weißes Pferd. Und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig. Und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie eine Feuerflamme und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das mit Blut getränkt war und sein Name ist das Wort Gottes. Merkt ihr den Zusammenhang zwischen Treue und dem Wort Gottes? Sein Name, Jesu Name, er ist das Wort und er ist die Treue. Und er ist die Gerechtigkeit. Und ich glaube, es ist wirklich entscheidend, dass wir uns jetzt da wie festkrallen an dieser Treue Gottes. Und sagen, du bist der Treue. Du bist der Wahrhaftige und du bist treu in all meinen Umständen drin. Treu heißt, er ist da, wenn wir ihn brauchen. Treu heißt, er lässt uns nicht am Seil runter. Er wird uns nicht hängen lassen. Treu heißt, er wird das, was er angefangen hat, vollenden mit dir und mit mir. 1. Thessalonicher 5, 23 und 24. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist, samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's tun. Das heißt, er ist auch der Herr unserer Heiligung. Er ist der Herr, von dem, dass wir wirklich untadelig und unversehrt sein können. 2. Thessalonicher 3, 3. Aber der Herr ist treu, er wird euch stärken und bewahren vor dem Bösen. Also ich muss sagen, mir helfen solche Verse. Ich kann sagen, jeden Tag kann ich aufstehen und sagen, du wirst mich bewahren vor dem Bösen, weil du treu bist. Römer 3, 3. Dass aber einige nicht treu waren, was liegt daran? Sollte ihre Untreue Gottes Treue aufheben? Fragt da Paulus. Ich finde das sehr entscheidend. Wir schauen das Versagen voneinander an. Wir schauen, wo wir nicht treu sein konnten. Und da sagt eigentlich Paulus,
damit, weil jemand untreu ist von Menschen, das wirft Gottes Treue nicht um. Gottes Treue ist ewig. Dann noch 2. Timotheus 1,7 möchte ich noch, das gehört dazu, zu dieser Treue, damit wir die halten können. Heißt es da, Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Treue Gottes ist das eine von seiner Seite, aber jetzt sucht er die Treuen im Lande. Und ihr werdet sehen, er wird die Treuen hervorholen. Er wird Menschen hervorholen, da haben wir es nie gedacht. Einfach, weil sie durch all die Jahre, wo sie vielleicht im Verborgenen waren, treu waren, Gott gegenüber. Und Gott sieht das Herz an. Und wir werden erleben, wie Gott diese Treuen im Lande hervorruft, ihnen eine Stimme gibt, ihnen eine Plattform gibt, ihnen Möglichkeiten gibt, von der Treue Gottes zu zeugen. Und damit wir treu sein können, jetzt in dieser Zeit, das heißt auch treu am Bekenntnis festhalten, da brauchen wir diesen Geist der Liebe und der Kraft. Und ich möchte noch etwas zu dieser Kraft sagen. Wenn wir von Herrlichkeit Gottes sprechen, dann können wir auch von Kraft sprechen. Weil um den Thron Gottes ist ja diese Herrlichkeit, die wir beschrieben in der Offenbarung, ihr könnt das lesen, nachlesen. Aber da ist auch gleichzeitig Blitz und Licht und Wesen und das ist ein Feuerwerk an Energie. Die Herrlichkeit Gottes ist nicht einfach nur so ein bisschen schön, sondern ich glaube, Gott will, dass wir lernen, von seiner Kraft zu nehmen, von seiner Herrlichkeit zu nehmen als Kraft Gottes. Von Jesus heißt es, dass er angetan worden ist mit Kraft. Also können wir bitten, dass wir angetan werden mit dieser Kraft. Wir haben diesen Geist der Kraft empfangen. Aber ich glaube, da gibt es noch eine große Spatzung, wo wir hineintreten können und wo wir wirklich diese Kraft in Anspruch nehmen können, um dann auch hineinzuwachsen, um diese größeren Werke zu tun, die auf uns warten. Die Besonnenheit, das lieben wir nicht so gern. Manche Übersetzungen sagen auch Selbstbeherrschung. Aber genau das ist es, wo ich denke, jetzt ist ein gutes Trainingsfeld für das. Wir müssen gewisse Dinge, müssen wir jetzt einüben, damit wir sie nachher können, damit wir gar nicht mehr studieren müssen. Selbstbeherrschung hat da damit zu tun, dass wir in unseren Herzen eine sehr klare Vorstellung haben, dass wir Gott absolut treu sein wollen. Dann können wir uns auch beherrschen. Wir können es nicht von uns aus, sondern wir haben einen Geist der Selbstbeherrschung bekommen, der Besonnenheit oder im Englischen einen sound mind. Das heißt, unser Verstand ist gestillt in Gott. Unser Verstand ist gefüllt mit der Offenbarung Gottes. Und darum können und wollen wir treu sein. Aber Gott hat mir gesagt,
dass jetzt diese Treue auf der Probe steht und dass wir uns entscheiden können, treu zu sein, was an uns ist. Und zum Schluss möchte ich noch mal eine Vision sagen von dem, wo ich wirklich glaube, dass es, dass wir hineingenommen sind in eine ganz besondere Zeit, wo Gott seine Truppen zusammenzieht im Himmel. Ich habe das gesehen, wie Engel die Silbertrompeten geblasen haben und sich dann himmlische Truppen begonnen haben, in Bewegung zu setzen und sich zu formieren. Und gleichzeitig haben sich auf der Erde Truppen formiert. Das merken wir jetzt, ja. Truppen von Christen haben sich formiert. Truppen von Jesusgläubigen haben sich formiert, um wirklich diesen Kampf des Glaubens zu kämpfen. Lasst mich dazu noch was sagen. Der Himmel und die Erde laufen synchron. Das geht miteinander. Es geht so, wie im Himmel, so auf Erden. Wenn im Himmel Truppenzusammenzug ist, dann ist auf der Erde auch. Da werden auch die silbernen Trompeten geblasen. Und die Trompeten rufen aus: Lasst euch jetzt nicht trennen, sondern reiht euch ein in die Armee Gottes. Flieht jetzt nicht von den Gemeinden weg, sondern lasst euch einreihen. Verlasst jetzt nicht diese Orte der Sicherheit. Die Gemeinde wird nicht überwunden werden vom Bösen. Und darum glaube ich, dass jetzt Zeit ist, wo wir nochmal investieren in dieses Bereitsein vor Gott, aber auch Bereitsein in unserem Alltag, dass wir scheinen. Die Armee Gottes scheint. Dazu gehört, dass unsere Schwerter geschliffen sind. Das heißt, dass wir das Wort Gottes haben, da. Dazu gehört, dass unsere Schilder geputzt sind, geölt sind, dass wir mit dem Öl des Geistes voll sind, dass wir den Schutz des Öles haben. Dazu gehört, dass wir eben diese Waffenrüstung Gottes wirklich tragen und dass wir uns jetzt nicht verstecken. Amen.